Hallihallo, meine Lieben, ich bin wieder da. Ich habe vorhin mein Geburtstagsgeschenke-Video abgedreht, deshalb habe ich dieselben Klamotten an und noch hier nur so den von meinem Schatzi, hier den Almreif, finde ich sehr schön, passend auch zu meinem Oberteil. Ich liebe Grün jetzt in dieser Jahreszeit. Und zwar, ich war letzte Woche bei DM, nee, nicht letzte Woche, am Samstag, als ich Geburtstag hatte, war ich bei DM und habe ein paar Kleinigkeiten gebraucht. Und gestern war ich auch noch bei Müller, nicht viel, zwei oder drei Sachen. Und die wollte ich euch jetzt gerne zeigen. So, einmal von Müller gleich mache ich hier so eine. Ich habe mir die selber ausgesucht, weil die im Abverkauf waren für 72 Cent jeweils so eine. Die kommen immer in so eine Verpackung. Diesen, die habe ich für mich ausgesucht. Pro Powder, das ist für Augenbraune. Auch für 72 Cent von Essence. Dazu habe ich drei Lidschatten für ausgesucht und so einen Lippenstift. Und dann dazu noch das. Bei die Valais habe ich in solche Verpackung gekauft und dann hier reingetan. Für die Beatrice wollte ich ihr schenken. Das wäre dann ihr erstes sozusagen. Lidschattenpalette und da sie gerne diese Farben mag, habe ich mir für sie das ausgesucht. Jeweils 72 Cent, wie gesagt, und das für mich. Augenbraune Powder wollte ich zum ersten Mal testen, ob das gut ist für mich oder nicht, weil eigentlich mag ich nicht so gerne hier meine Augenbrauen färben. Manche lieben das ja, aber ist für mich nicht so irgendwie, weiß ich nicht, mag ich nicht so gern. Und bei Müller habe ich noch hier Feuchttücher gebraucht. Ich stehe zwar für Neugeborene, aber stand ja für sensible Haut. Und da Bruna immer solch bisschen sensible Haut hat, habe ich die mitgenommen mit 72 Stück. Und die war in Angebot für 79 Cent. Dann habe ich wieder diese Strumpfhose für mich geholt. Die kosten da 79 Cent. Habe ich ein bisschen größer, weil wenn ich die nicht bis 40 nehme, dann werden die hier kommen die nicht so, weil ich sehr groß bin. Und ja, sehr groß, was heißt sehr groß? 1,70 Meter. Aber für eine Frau ist groß, weil mein Mann ist so groß wie ich. Naja, genug gelabert. So, 42, 44 in Schwarz, wie gesagt, für mein Kleid. Für Kleider meine ich. Wenn ich Kleider anziehe, dann mag ich jetzt gerne diese Schwarz anziehen. Früher gab es die andere Hautfarben, habe ich mehr angezogen, aber jetzt finde ich die Schwarzen besser für mich. So, jetzt machen wir mit DM weiter. Ich war da bei DM wegen Shampoo für meinen Mann. Er trägt eigentlich, benutzt er nur der gerne. Da kriegt er keine Schuppen und so. Riecht sehr frisch. Und bei den teureren, dann kriegt er sofort Schuppen und bei dieser Balea nicht. Bei Rossmann geht das auch noch, aber der ist besser für ihn. Und ja, der kostet 55 Cent. Habe ich geholt für ihn. Hätte ich noch eins mitnehmen, aber für ihn reicht das bestimmt für fast 2 Monate, weil er kurzes Haar hat. Und dann für die Beatrice wieder nachgekauft. Diese Pflegespülung. Pflegespülung. Einmal in Gelb und die Orangen. Ja. Die Alida hat mich angefixt. Kaufe ich jetzt immer wieder nach, weil sie schwärmt von diesen beiden Spülungen. Und die kosten jeweils auch 55 Cent. Dann habe ich mir noch bei den Duschgels umgeschaut und gefunden diese Duschgel. Green Vietnam mit Pomelo und Limette. Das riecht sehr frisch. Ja, sehr frisch riecht das. Auch neu. Und dann noch hier Limette und Minze. Der Minze hat mich so angesprochen. Riecht so frisch. Ich weiß gar nicht nach was, wie ich das beschreiben kann. Aber das riecht so lecker jetzt für diese Sommertage. Genau, bei uns ist jetzt wieder kalt. So, zwar heute Morgen war 1 Grad, als ich vom Haus gegangen bin und die Kinder dann zur Schule gebracht habe. Und jetzt ist so 11 Grad, aber vor 2 Wochen war es so schön und jetzt, naja, Deutschland eben. Das riecht so lecker. Muss ihr euch dann schnuppern. Die ist auch neu. Werde ich mir definitiv wieder nachkaufen, wenn die noch gibt bei DM. Ich wollte auch die neuen Allzwecktücher holen, aber die waren ausverkauft bei DM bei uns. Dann habe ich mir noch, ja, Vitamin D3, ja. Sonnenvitamin heißt das so. Auch für Knochen und so, weil ich habe immer Schmerzen. Und ja, sowieso, wir haben ja fast kein
Sonne im Jahr, aber jetzt wird es wieder, aber habe ich trotzdem mitgenommen, wegen Knochen auch und alles. Habe ich immer wieder Schmerzen wegen meiner Wirbelsäule, aber naja, so ist das Leben. Man kann ja nicht alles haben, ne? Dann habe ich mir diese Spitzkerzen geholt, weil ich hatte letztens, was das letztens, vor paar 2 Monaten oder so, bei Kik so eine Ständer geholt und die finde ich irgendwie nicht so oft, diese Spitzkerzen. Und jetzt waren die für 85 Cent 4 Stück in Bordeaux. Dann habe ich die neu entdeckt bei dem Dotodent Sensitive Coconut für empfindliche Zähne mit Kokosöl. Mit Kokosöl. Ja, für 1,45 Euro hat mir gleich angesprochen. Kokos sowieso. Und empfindliche Zähne habe ich auch. Oh, so edel. Das sieht so edel aus. Schaut mal. Ja. Ich nach gar nicht, weil da noch zu ist, aber werde ich definitiv dann im aufgebraucht Video dann erzählen. Dann habe ich noch, ja, neu, das ist Neuheit. Und jetzt kommt noch eine Neuheit, zwei sogar. Von Softlan habe ich diese, die hatte ich schon mal im DM Online-Shop gesehen und wollte ich auch nochmal bestellen. Aber da wir in der Nähe von DM waren, habe ich mir die 5 Euro dann gespart, Versandkosten. Das riecht so lecker mit Feigen. Feigen und Blumen und das heißt Bouquet der Düfte Gartenkollektion. Jetzt neu von Softlan. Und ich wollte mir auch einen anderen Duft, weil da gibt es zwei verschiedene, aber die waren nicht da. Schade. Der hat 1,65 € gekostet. Und noch von Vanel auch neu. Fresh Control Floral Crisp. Für 1,25 €. Ja, 30 steht hier. Anwendungen. Und bei den anderen steht 27. Mal schauen, wie der duftet. Auch sehr schön. Da waren auch eine blaue, aber der Duft hat mir ja gar nicht angesprochen. Aber ja, ich finde der Verpackung auch sehr edel aus. Und ja, ich freue mich, die zu testen. So, da gab es hier noch für mich so eine Schwamm oder so mit zwei Farben. Braucht man immer. Ich meine, wird jedes wieder so 2 Monate dann gewechselt, weil die dann kaputt gehen. Und jetzt habe ich für mich eine neue mit Weiß und Rosa ausgesucht für 80 Cent. Dann noch für mich die Jesa. Habe ich zum zweiten Mal jetzt. Ich weiß nicht, ob ich letztes Mal Klassik hatte oder mit Duft. Aber meine süße Heidi schwärmt auch davon, von dieser Jesa Slip-Einlagen. Und seitdem ich die benutze, auch letztes Mal, jetzt das zweite Mal nachgekauft, finde ich die auch super. Ich verlinke oben ihren Kanal. Und ja, ich finde die sehr schön. Meine Lieblinge sind ja Always und nee, oder Carefree. Always Binden. Ich glaube ja, aber da sind die ein bisschen teurer. Ich kaufe die nur im Angebot, wenn die im Angebot sind. Aber wenn nicht, dann kaufe ich die. Und ich glaube, die waren für 99 oder 1,19 €. Mal schauen. Nee, 95 sogar. 95 und da sind 55 Stück drin. Ja. Dann zum Schluss habe ich weiß nicht, ob ich die, weil letztens, als ich meine aufgebraucht hatte, habe ich erzählt, dass ich keine mehr von diesen, wie heißen diese, Caps von Spe oder so. Die Marke weiß ich jetzt nicht, schreibe ich dann hier oben, wenn ich das finde. Jetzt habe ich von Persil einmal limitierte Testangebote für jeweils 12 Anwendungen für 1,95 €, einmal für Colorwäsche. Und für Weißwäsche, voll Waschmittel. Ja, die Bruna ist wieder da. Sie ist jetzt bei Mama. Und ja, und ja, so, die haben 1,95 € habe ich schon gesagt, ne? Ja, ich glaube ja. Ja, meine Lieben, das war's dann von meinem DM-Haul. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Feedback von euch sehr freuen. Oder über Daumen nach oben auch. Und ja, ihr könnt auch nächstes Mal dabei sein, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und dann verpasst ihr auch nichts mehr von mir. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Mach's gut. Tschüss.